So, vielleicht kann man sie jetzt schon sehen. Da sind sie. Das ist Dammwild. Da sehen wir auch einen männlichen Dammwild. Das sind keine normalen Rehe, sondern, wie gesagt, die haben Hörner, haben auch Rehe. Und wie man sieht, Punkte. Da ist auch ein Vogel drauf und das ist halt wie, man kann sagen, das ist die hessische Savanne. Das ist ja Requitin. Der Wind tut mir jetzt auch leid, aber ist mir jetzt ganz scheißegal. Ihr müsst ja nicht den Ton anhaben. Ich werde jetzt auch nicht näher rangehen, weil eigentlich darf ich hier gerade, wo ich stehe, gar nicht stehen. Es sind sogar mehrere männliche Menschen. Weil man kann es, also die Menschen haben halt ein Horn, damit sie balzen können. Und hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Herden. In Afrika war das natürlich viel, viel cooler. Aber ich finde, sowas musst du einfach mal gesehen haben. Da, sie sind auch gerade auf uns aufmerksam geworden. Natürlich auch Fahrradfahrer, die fahren hier durch, gucken sich das gar nicht an. Ich kann hier jetzt nichts, für die Tür nichts. Die gibt es nicht so normalerweise, weil die leben nur hier am Anspruch. Der ist ja auch im Zäun, habt ihr ja gesehen. Ich bin ja durch Zäune gelaufen, also der erste Zaun, da ging es halt dann in den Mönchspruch rein, schrägstrich vom Wald weg. Aber der ist offen, dieser Zaun, weil da geht es in die andere Richtung, ist er offen, zu Cusquero hin. Aber hier ist es halt eben nicht offen. Und da zieht die Herde weiter. Und deswegen, die gibt es halt eben nur hier. Ich glaube, die darf man sogar hier jagen und die werden hier gejagt von den Förstern, weil es keine richtigen Wildtiere gibt, was mich total ankotzt. Und ich würde nur sagen, wir gehen mal weiter. Und wenn man hier so guckt, so hier stehe ich gerade. Man hätte sie theoretisch nicht gesehen. Ein Fahrradfahrer, diesen Mensch muss ich aufnehmen. Boah, Alter, diese Bewegungen. Nein, Spaß. Okay, wir fahren mal weiter. Das ist immer schön. Wahrscheinlich hört ihr auch, was ich sage. Das ist schon krass. Guck mal, wie sie alle hupen. Was ist los? Was macht das von Glücksholz? Jetzt rennt so eine los, bringt mich so um. Weil ich die Privatsphäre von den Störern.